horror at the Red Castle. Beware, you will find yourself in a horrifying one-to-one situation in our Cave of Damnation. Meet the author of the most frightening and chilling horror stories of all time, and his undead women. Ja, hallo zusammen, ich bin Wanda Villova von 400 ASA. Wir haben hier gerade das Ostküsten-Horror-Festival gemacht, den letzten Monat hier in der Roten Fabrik. Wir drei verschiedenen Theatergruppen, 400 ASA, Berger Kohler und Pink Palast, haben uns diesen drei Horrorliteraten Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft und Stephen King angenommen und haben die ganze Fabrik so in allen Arealen an ganz verschiedenen Räume bespielt und auch noch in Zusammenarbeit mit dem Ziegel oder dem Doc 18 und natürlich am Fabriktheater. Herausgefunden habe, ist Rote Fabrik. Ja, nichts weiter als eine schlechte Verballhornung des Urnamens dieser Städte, die da einst hieß. Das Schloss des Roten Todes. Ja, wir haben nicht darum gebeten, aber es bevölkern auch Geister dieses Gelände, die zu einem Universum der anderen Art gehören. Es kann sein, dass sie einigen Wesen aus der Welt des Horror-Schund-Romanproduzenten Stephen King begegnen werden, oder aber sie stolpern über die eine oder andere Kopfgeburt von H.P. Lovecraft. Folgen Sie mir stets zügig und unauffällig.
und bleiben Sie immer in meiner Nähe. Wenn nicht, dann ich will nichts garantieren. Fürchtet euch nicht. Unterwegs werden Schilder euch den Weg weisen. Jetzt bleibt nur noch zu sagen, haltet den Kopf auf den Schultern, haltet Ausschau nach Fledermäusen und hütet euch! Auf Wegen, Kinder der Nacht, die Lemuren sind unter uns. Wir begeben uns als erstes an die Stelle mit dem Giftflaschen-Symbol auf eurer Stirn! Auch für die dunkle Seite der Nacht oder an der schrecklichen Seuche, die der Seele leidet, hält die Schnauze. Der begibt sich nicht in dieses Gebäude. Und jetzt rein, ihr Kinder der Nacht. Zügig, fürchtet euch nicht. Geht durch. Das ist unangenehm, aber dann müssen wir gehen. Halt das Kind. Du Anfängerin! So, das sind zu viele Leute. Mein Name ist Raphael Urweider, ich bin Dramaturg, Musiker und Dichter in diesem Stück, also so ein bisschen hirnwütiger Dichter. Das Stück ist ziemlich speziell für die Rote Fabrik, weil sie in verschiedensten Räumen stattfindet. Wir haben das Stück gemacht, weil unabhängig voneinander eigentlich verschiedene Ideen waren da, zum Thema Horror mal etwas zu machen. Und lustigerweise kommen alle Autoren, also nicht zufälligerweise von der Ostküste von USA. Und die Ostküste von USA ist anscheinend irgendwie ein guter Nährboden für Ängste oder für Horror. Also wir haben Stephen King als jüngsten Autor, wir haben H.P. Lovecraft, wir haben Edgar Allan Poe. Und alle haben sich irgendwie in diesem Genre Horror ausgedrückt. Die Frage ist, hat oder Kapitalismus oder die Neuzeit etwas vielleicht mit Horror zu tun? Wir haben das probiert, dort herauszufinden. Ja, und ich glaube, dass die Leute, die jetzt hierher kommen, sehr viele interessante Sachen erleben. Also auch sehr individuelle Erlebnisse haben, weil sie eben auf eine Geisterbahn geschickt werden. Es gibt Leute, die sind in Gruppen unterwegs, aber werden nachher entführt aus der Gruppe. Wir spielen in den Probebühnen, wir spielen in der Kita, es läuft etwas im Dock 18, es ist überall etwas los. Not advisable for children, pregnant women and epileptics. Enter at your own risk. The cast and crew will not be held liable for future nightmares. Ja, ist ja gut jetzt. So, also, ihr verlorenen Seelen, die ihr euch unter meine Fittiche begeben habt, die Angesprochenen wissen, wer Bescheid, folgt mir. Folgt mir! Verlorenen Seelen von meinen Fittichen, folgt mir! Und nun werde ich euch Einzug gewähren in das Universum! Oder eher die Puppen. Sie haben richtig gehört. Schwiegermutter und Tante. Aber auch Mutter
seiner Ehefrau Virginia Poe. Da hat schon jemand seine Cousine geheiratet. Folgen Sie mir. Igor! Lass dir auf die Königin hören. Ja. Eddie war immer ein sehr liebevoller Ehemann für meine Virginia. Ja, und immer so nobel und wohlerzogen. Und wissen Sie, Eddie, der war für mich immer, immer wie ein eigener Sohn. Eddie, warte. Guck, ich hab was für dich. Die ist doch schön und jung. Hä? Eddie, komm. Oh, er ist ja so schüchtern. Hier, meine Süße, wo hab ich's denn? Mit Gift. Ja, Igor, nehmen Sie mit. Warte, Igor. Ich habe etwas Schönes. Flieg, Vögelchen, flieg. Ich war immer dafür, dass Eddie sich wieder vermählt nach Virginias Tod. Eddie kannte Virginia, da war sie erst 8 Jahre alt. Und schon damals hat er sehr gerne mit ihr gespielt. Er hat sie sehr lieb gehabt. Virginia, es gab keine auf der ganzen Welt, die süßer und edler war wie meine kleine, süße Frau. Hätte Virginia nie irgendetwas. Das ist das Hochzeitsfoto. Hier, das Hochzeitsfoto. Das ist das Bild einer reinen Liebe. Rein, rein! Reine Liebe. Wissen Sie, nachdem Virginia gestorben ist, da hörte Eddie diese Anfälle. Ich habe immer gesagt, Eddie, bitte, du musst doch weniger trinken. Du kannst dich doch nicht mit Minzschnäpsen betrinken und dann von Chefredakteur zu Chefredakteur. Obwohl er immer sehr friedliebend war. Ja, und dann habe ich natürlich gedacht, gut, der Junge braucht eine Frau, ganz klar. Er hat mir immer versprochen, nicht mehr zu trinken, immer. Und wenn er dann wieder rückfällig geworden ist, dann hat er gesagt, Mutti, wenn die anderen mich nicht dazu zwingen würden, dann, wenn sie mich nicht verleiten würden, dann würde ich ja auch nicht trinken. Ist doch so. Wenn die anderen einen nicht, dann würde man ja auch nicht. War doch ein sensibler Junge. Das hätten Sie nicht sagen brauchen. Sie! Mit dem Alkohol! Das hätten Sie nicht sagen brauchen mit dem Alkohol. Und mit den Frauen hätten Sie nicht sagen brauchen. Das ist gelogen. Der Eddie, das war ein Lieber, der hatte Probleme mit den Nerven, aber das war ein lieber, guter Junge. Das ist gelogen. Das ist alles gelogen, der Eddie. Der hätte nie getrunken. Nie. Nie! Brav! 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 Lieber, guter Junge. Mein Gott, Igor, warum ist denn die Frau nicht da? Ich hab jetzt genug. Komm raus hier, komm hier raus, raus. Igor, ich sag dir jetzt eins. Wenn ihr wieder nicht kommt, dann jetzt stehen! Ein Labor! Holen Sie die Leute ins Labor!
Friedrich hinter der Burg. Geschwitzt hier des Tales aus. Die dunklen Herbers flachen aus ihren Knochen und rieben seine Füße dann gut ein, während sie danach die flachenden Wiesen gaben. Angeführt von den häuslichen Matten, des zierenden Wiesen, das die frische Luft aus dem Geruch unserer Erde. Das ist die Wirklichkeit. Und auf das sollten wir wieder mal hören. Inhalieren die frische Luft aus dem Geruch unserer Erde. Das ist die Wirklichkeit. Und auf das sollten wir wieder mal hören. Wir müssen wieder auf die Natur hören. Yeah.